Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxis. Ja, diese geile Folge vom letzten Mal, wo mir wirklich der Finsternisgeist geholfen hat, weil ohne ihn hätte ich nicht rausgefunden, dass man hier runter kann, weil man die Brücke kaputt machen kann und dann die Brücke als Leiter benutzen. Übrigens, geile Idee von den Programmierern. Mein Respekt, mein Glückwunsch. Und waren wir da unten schon oder können wir da hin? Von hier aus gesehen. Ich glaube, wir können da hin. Waren. Wobei, ich glaube, das ist diese Schlucht, wo wir schon mal lang gegangen sind. Kommt mir zumindest, aber das viele Eis darum? Naja, werden wir gleich rausfinden. Egal, coole Idee von den Programmierern, dass man die Brücke zu benutzen kann. Danke an den Finsternisgeist. Auch wenn ich dafür gestorben bin, das war ja nicht schlimm. Ich denke, es waren generell ziemlich geile Folgen jetzt. Und ich bin so heiß drauf, dass ich mir gerade jetzt wirklich nochmal am gleichen Tag die Zeit nehme und weitere Aufnahmen produziere. Ich versuche jetzt nochmal 4 Aufnahmen zu produzieren, dann haben wir es wieder ein paar Tage Spaß. Das wird also euch allen zugutekommen. Und muss ich da jetzt lang oder? Ich habe das. Ah, ich höre schon einen Gegner. Ich habe das Gefühl, dass es hier auf jeden Fall weitergeht. Ah, da sitzt ja jemand, sehe ich gerade. Okay, hier geht es wahrscheinlich nicht weiter, aber hier runter. Oder da sitzen sogar mehrere. Ja, müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt nicht runterfallen. Oh nein! Oh, zum Glück. Ich dachte, der wäre schon tot. Das war noch einer mit Schild. Richtig dumm. So, ich glaube, wir müssen dann schon wieder mit diesen Ranken hier. Oder was heißt Ranken? Wurzeln. Ah, der hat wenigstens kein Schild. Und ja, easy peasy. Easy peasy. Ja, das ist natürlich schon ohne Gegner auf diesen großen Wurzeln nicht so angenehm, sage ich mal. Wenn man jetzt noch gegen welche kämpfen muss, wird es unangenehmer. Weil schwieriger, gefährlicher. Habe ich da auch wieder real gesehen? Okay, ist nix. Real gesehen sowas, wenn kein Bock hätte, also generell nicht über solche blöden, verschneiten, vereisten Wurzeln zu laufen, aber dann auch noch zu kämpfen, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, okay, wir machen ja immer wieder an einem Leuchtfeuer auf, ist dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie im echten Leben. Oh nein, ich habe was gehört. Genau, genau. Oh nein, Explosion, Explosion. Sehr uncool. Oh nein. Es wird ja immer unangenehmer. Also, überhaupt Gegner hier oben drauf. Uncool. Gegner, die Pfeile verschießen. Noch uncooler. Gegner, die Explosionspfeile verschießen. Am uncoolsten. Okay. Ah, das Ding ist gestorben, weil es einmal runtergefallen ist. Perfekt. Seh nix. Wie viele sind denn hier mit... Wie viele Pfeilschützen? Ja, jetzt greif doch mal an, mach doch mal was, dass ich dich angreifen kann. Was ist denn mit dem los? Der ist nur am Blocken. Oh, ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Energie ich noch habe. Verdammt! Das war auch gar kein Bogenschütze, sondern das war jemand, also der, der uns gerade umgebracht hat, war jemand, der Speere abgeschossen hat. Oh, aber was war denn mit dem Typ bloß die ganze Zeit nur also am Blocken, hat einfach nichts gemacht. Ich konnte einfach, ja, nicht angreifen. So, bin ich jetzt hier richtig? Nee, bin ich nicht. Aber das macht nichts, weil ich wollte ja eh nochmal hier hochgucken, ob hier oben irgendwas ist. Ach doch, ich bin doch hier richtig. Ich muss ja die Brücke runterklettern, fällt mir gerade ein. Aber ich wollte, wie gesagt, mal nach oben schauen, ob hier irgendwas ist. Aber ich bin immer noch... Da ist jemand, ich wusste es. Fast bestürzt. Dass es weitergeht. Ich dachte, wir hätten es jetzt. Wer ist das denn? I can hear the fire crackle. And soon I will see it. Okay, und wenn wir dann, was wir hier anscheinend geschafft haben, dieses Areal, diese gemalte Welt von Ariane, wird ja auf Garantie ein Bild sein. Aber krass, dass wir jetzt eine weitere Figur hier sitzen haben. Ich nehme mal an, das ist eine von den Schwestern. Krasse lange Haare. My thanks. Ashen One, I will finish the painting of a cold, dark and very gentle place so that it might make a home for someone someday. Aha, der gefällt's also, was ich gemacht habe. My thanks, I will have a cold, so that it might... Und die ist diejenige, die hier alles gezeichnet hat, auch nicht schlecht. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich dachte ja eigentlich, wäre diese Schwester Friede gewesen. Also Elfriede. Abkürzung Friede. Elfriede, Abkürzung Friede.
Nee, nicht darunter, wo es brennt. Jetzt müssen wir ja bestimmt die Brücke jedes Mal wieder einreißen, oder? Ich wollte nur gucken, ob die einen angreifen, wenn man die einmal schlägt, aber ja. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir von hier aus dann darüber kommen, wo ich ja eigentlich auch mal hin wollte. Was steht hier? Rollen voraus, Lügner voraus. Aha, aha, aha. Wenn der einfach sitzen bleibt, dann müssen wir ihn doch nicht angreifen, oder? Er bleibt nicht einfach sitzen. Aber beim letzten Mal ist er, glaube ich, einfach sitzen geblieben. So. Gut, ich gehe davon aus, dass wir das diesmal cooler machen, weil wir nicht wieder von diesen blöden Speerträger platt gemacht werden. Jetzt mach aber was, Junge! Och, ey. Ich raste aus. Meine Fresse. Die hauen aber halt auch einen Schaden aus, ist unfassbar, wenn er Speer trifft. Kommt er jetzt her? Er ist ein Stück gelaufen und dann... Komme ich da jetzt hin einfach? Ja. So, mein Freund, das war's jetzt sowas von. Für dich, das hat er sich so dermaßen verdient. So ein billiger Gegner, der dann auch noch schafft, platt zu machen. Unfassbar. Aber es könnte sein, dass wir hier vielleicht noch häufiger mal sterben werden. Das scheint mir eine gefährliche Gegend zu sein. Wo ist denn der überhaupt? Der hier schießt. Hallo? Ach, da unten. Ja, nee, ich fange jetzt nicht an, mich hier auf irgendwelche Fernkampfduelle mit ihm einzulassen. Ja, komm. Junge, du drehst mich doch gar nicht mehr. Hör auf. Klut, nice. Haben wir echt nicht mehr viel, wenn ich mir überlege. Wir hatten doch mal 15 oder zumindest 12. Hallo? Da oben ist auch noch einer. Wo kommt denn der her? Waren wir da nicht schon? Waren wir nicht schon da oben? Hä? Ach, jetzt kann ich ja erst recht nicht mehr in Ruhe gucken. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Was für eine eklige Gegend, ey. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier runter wahrscheinlich. Hört auf, mich zu ärgern. Nein, nein, natürlich. Das war ja klar. Das war ja so klar. Es war so klar. Ich brauche erstmal einen Schluck Tee. Ich hoffe, er ist noch... Au, er ist noch viel zu heiß. Er ist noch viel zu heiß. Er ist noch viel, viel, viel zu heiß. Ich versuche es trotzdem mal. Er ist noch viel zu heiß. Das ist... Oh Gott, der ist noch viel zu heiß. Das kann ich komplett vergessen. Aber ich mache trotzdem meinen Deckel wieder drauf, weil ich will auch nicht, dass er zu kalt ist, wenn ich das nächste Mal daran denke, dass ich einen Schluck Tee trinken möchte. Wo kam denn aber bitte der Typ her, der von oben jetzt die Pfeile geschossen hat? Da müssen wir jetzt nochmal genauer hinschauen, wo der ist, weil der nervt ja noch mehr als der von unten, weil der von unten trifft uns ja so gut wie nie. Aber der von oben, da können wir ja gar nicht mehr in Ruhe gucken, wo wir lang müssen. Was auch ein bisschen nervig ist, wir müssen jetzt jedes Mal warten, bis diese verdammte Brücke eingestürzt ist.
Mal gucken, ob ich das jetzt jedes Mal mache. Ja, aber wo ist denn jetzt bitte der Typ, der uns da abgeballert hat? Oder ist der da oben irgendwo drauf? Kann das sein? Ich könnte schwören, beim ersten Mal hat er nichts gemacht, oder irre ich mich? So, ich gucke jetzt, ob ich irgendwo den Typ hier sehe. Ich weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass er da oben ist irgendwo. Was? Jetzt schießt er schon auf uns? What? Also der, das ist der von unten, aber dass er jetzt schon auf uns schießt? Boah, ey, das wird so widerlich, jetzt hier runterzukommen. Hier war auch nichts, ne? Nee. Es wird richtig eklig. So ein Mist. Das hat er sich auch verdient. Na, das lief doch diesmal gut. Danke. Der da. Müssen wir da? Können wir da hin? Ist es besser, wenn wir da, wenn wir uns darauf runterfallen lassen? Wobei, ich glaube, da können wir uns gar nicht einfach so runterfallen lassen, dann müssen wir drauf springen. Nee, ich glaube, da geht's auch gar nicht weiter. Wieso greift er denn diesmal nicht an, der Speertyp? Ja, du hast keine Abwehr, dafür kann ich nichts, tot. So, irgendwo. Da oben ist er. Mein Gott, ich glaube, ich muss wirklich. Ja, aber ich muss wirklich versuchen, den irgendwie jetzt vorher platt zu machen. Also, das ist viel, viel. So, trifft er mich jetzt auch nicht? Wir gucken nochmal. Gut. Ich warte noch einen Pfeil ab. Wenn er mich wieder nicht trifft, dann wechsle ich selber auf Pfeil oder Armbrust. Mal gucken. Okay. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie treffen können. Geil! Viel einfacher als gedacht. Hoffen wir mal, dass er sich jetzt nicht irgendwann so in Position bewegt, dass er uns dann selber trifft. Oder wir nicht mehr. Ah, Freund. Na komm. Es dauert zwar ein Stück, aber es wird so viel leichter, da runter zu gehen, ohne diesen Freak da oben. Wieso haben wir denn nur noch 33 Bolzen? Hä? Wir haben doch nachgekauft. Oh, ist er runtergefallen? Ne, der steht doch da. Verdammt. Jetzt sehe ich ihn aber nicht mehr. Aber ja, wieso haben wir denn nur noch 33 Bolzen? Sind das besondere Bolzen? Standardbolzen. Hä? Wir haben doch viel mehr gekauft. Das verstehe ich nicht. Wir haben die doch aufgefüllt. Es nervt mich und ärgert mich schon wieder. Was ist denn da los? Wir haben doch extra. Ich habe doch extra viel gekauft. Ich muss die doch nicht. Wenn ich am Leuchtfeuer dran bin, dann war das doch bisher so, dass die ganz von alleine aufgefüllt werden, oder? Das musste ich dann nicht selber machen. Geil, wir schaffen es jedes Mal, seinen Angriff zu unterbrechen. Oh, oder auch nicht. Aber zum Glück war die Wurzel im Weg. Oh, jetzt fällt er noch weiter runter. Oh! Das ist aber nicht geplant gewesen. Schieß nochmal. Daneben im Nahkampf. Hier ist genug Platz. Oh, oh, das war ein anderer Pfeil, aber es macht nichts, wir haben nur ein bisschen Energie verloren. Oder Titanitscherbe. Ja, okay, einer weniger. Also jetzt wissen wir schon mal, falls wir nochmal sterben, was ich nicht hoffe, dass wir den immer zuerst erstmal platt machen, sonst wird es nämlich einfach zu widerlich. Der andere nervt auch, aber ich glaube nicht ganz so sehr. Das heißt, ich glaube, ich weiß es. Moment, vielleicht kann ich den ja auch wieder treffen, ohne dass er mich trifft. Das sieht gut aus.
Nein, ist nicht weit genug. Also nicht nah genug dran. Trifft er mich jetzt immer noch? Nicht mehr. Okay. Präzisionsarmbrust. Und die schafft es nicht mal auf diese Distanz, oder was? Er ist doch voll nah. Ich sehe nichts. Es ist immer noch zu weit weg. Eieiei. So, trifft er mich jetzt? Nee. Das ist jetzt bitte nicht mehr weit zu weit. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist unfassbar. Haben wir ihn getroffen? Ich glaube. Ja, wir treffen ihn. Wir sehen noch nicht, wie viel Schaden wir machen. Man könnte ja einfach mal runterfallen. Treffen wir ihn am Bein oder was? Sieht aus, als wenn wir ihn am Bein treffen würden. Ach krass, so ein krasser Bogen ist das. Deswegen treffen wir immer nicht, weil die am Ende total nach unten ziehen. Jetzt verstehe ich das. Soll mal runterfallen. Ach, mal die Ausdauer wieder auffüllen lassen. Wie lange wird denn das jetzt wohl dauern, ey? Ach, keine Pfeile mehr. Oh. Stimmt, wir haben ja noch andere Bolzen. Da sieht man erstmal richtig durch den Blitz, wie was für einen krassen Bogen die machen. Ja, verballern wir die auch alle mal noch. Ja, hoffentlich stirbt er auch irgendwann. Der letzte. Haben wir noch irgendwelche Großpfeile? So. Ich glaube, die können wir noch abballern. Ich weiß natürlich nicht, was für ein Bogen die fliegen. Fliegen die geradeaus? Ich glaube, die fliegen ziemlich gerade. Ja. Was? Wir haben den doch die ganze Zeit getroffen. Wieso hatten der keine Energie verloren? Wollen die mich verarschen? Muss man das sehen, dass man... Ey, das ist ja unfassbar. Ja, aber es lohnt sich jetzt im Endeffekt auch gar nicht, die dann bei ihm reinzuballern, weil er stirbt ja trotzdem nicht davon. Aber es drückt ihn, glaube ich, immer ein Stück weiter nach hinten. Wenn wir noch 2, 3 Pfeile mehr hätten, dann würde er jetzt runterfallen. Verdammt! Jetzt haben wir noch Mondlichtpfeile, aber das geht nur mit dem Mondlichtbogen, glaube ich. Hä? 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 Ich bin verwirrt. Ist überlegt, das heißt bla bla bla. Okay. Aber es geht damit nicht, dachte ich. Nee, die gehen nicht. Hä? Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Wir probieren jetzt aus Spaß mal noch den Bogen, ob wir damit treffen, aber es sollte eigentlich auch nicht funktionieren, weil... Oh, aber da können wir die Pfeile abschießen. Ach so. Ja, wir sehen wieder nicht, dass er Energie verliert. Also wird er wohl keine Energie verlieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. So ein Mist aber auch. Und ich raff immer noch nicht, warum wir... warum wir keine Bolzen mehr haben. Fällt mir gerade ein, wir müssen jetzt erstmal einen Cut machen und ich muss das ja an der Position machen, wo mir nichts passieren kann, also bleiben wir jetzt erstmal hier stehen. Vielleicht könnte ich ihn sogar von hier treffen mit Pfeil und Bogen. Ja, mein Controller ist wieder ausgefallen. Wir schauen mal. Bevor wir die Folge beenden. Ja, 14! Oh mein Gott!
das sind die falschen Pfeile, ich Trottel. Gewöhnlicher Pfeil, Holzpfeil. Gewöhnlicher Pfeil macht mehr Schaden. Ja, wir machen jetzt trotzdem erstmal einen Cut. In diesem Sinne, lasst einen Daumen da, wenn es euch so sehr gefallen hat wie mir. Ansonsten bleibt cool, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen. Tschüss.